Outrageous 6 Speedrun. Let's go. Hier gibt es diesmal kein Intro-Skip. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ich meine, gut, der Teil ist auch recht kurz. Und man kann es auf jeden Fall relativ schnell durchschaffen. Ja, schon so fast Outrageous 1 Niveau, könnte ich fast sagen. Eigentlich sollten noch ein paar mehr Maps mit bei sein. Irgendwie ist mir dann doch so ein bisschen der, ja, ich hatte irgendwie nicht mehr wirklich viel Elan gehabt, muss ich sagen. Hinterher bereue ich es auf jeden Fall ein bisschen, gerade für Velias, sag ich mal, Solo-Game, sag ich mal, und ihren eigentlich großen Auftritt, der ist wichtiger gewesen. Dass ein bisschen mehr Spielinhalt ja, verfügbar gewesen wäre eben. Wenn ich das jetzt mit Rina's Rising vergleiche, das Schloss, das hat ja nun wirklich eine optimale Größe so gesehen. Ich meine, klar, Velia hat sogar zwei Stages für sich hier. Irgendwie so ein bisschen aus. Wenn ich jetzt mal aufs Speichern komme, dann ist es halt so. War jetzt so geraten, ganz ehrlich, also ich merke mir das meistens gar nicht. Mal schauen, was gerade alles erledigt.
Also es ist machbar, ihr habt es ja gerade gesehen. Natürlich ist es machbar. Man muss nur mit der Perspektive arbeiten. Ganz genau. Und man kommt da auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wollte den Teil relativ schnell fertig entwickeln, weil es im Grunde genommen darum ging, neue Figuren zu integrieren, spielbare Figuren, ne, weil Peter war halt klein und ich werde mit Sicherheit kein kleines Mädchen, allgemein ein kleines Kind, hier gegen Monster kämpfen lassen oder sowas, das kommt nicht in Frage. Das Einzige, was ich vielleicht gemacht hätte, wäre das jetzt in der Xmas Edition so kleine Aufgaben irgendwie machen, aber halt mit dem Kämpfen halt so nichts zu tun hat. Ja, ich habe bei Daikon jetzt da zugeguckt, aber. Vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber na gut. Der hätte auch einfach da was anderes spielen können, so gesehen, aber naja. Ach, wieder, warum vertraust du ihm? Er ist halt verzweifelt, ne? Ich meine. Das ist ja so. Das ist auch nicht direkt, wäre man selber in der Situation, ne? Die Verzweiflung sollte man nicht unterschätzen. Die Menschen, die verzweifelt sind, machen auch die kuriosesten Dinge. Der steckt ja. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er das jemals versucht hätte, eine Erfahrung zu machen. Na, ich wollte gerade sagen, hier kann auch nichts mehr haben.
ist übrigens der Panzer aus Out 4. Hat ja das kaputte Auto. Das stand da links unten, wo der Truck hingeknallt ist. Auf dem Verena dann stand. Hier sollte es eigentlich noch ein paar Maps geben, aber dann doch dagegen entschieden und dachte mir auch, das reicht. Geht's. Wow. Incoming blast. God! Fury. Kannst du nichts mehr haben, ey. Wow! So hart kassiert, ey. Wow, 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 wow. Ja, komm her hier. Und jetzt halt. Wow. Das kann doch nicht sein, ey. So nicht. Das gibt's doch nicht. Wie viel hast du noch? Das kann nicht sein, ey. Wie viel hältst du noch auf? Ich hab den oben zu locken. Achtung, Guard. Komm hier hoch, komm hier hoch. Mach ihn fertig! Thank you.
junge Dame, ich hätte gern das Wächterschwert zurück. Eher nicht. Gut, das war's. Speedrun zu Teil 6 abgeschlossen.